Hallo und willkommen zu meiner kleinen Werkstatt. Hier gucke ich jetzt auf eine Arbeit, die mir in den letzten 3 Tagen hier sich aufgetragen hat. Das waren die Kisten der Bienenvölker, die wir dann doch vereinigen mussten, weil eben die Bienenmasse nicht ausreichend war für die erfolgreiche Überwinterung. In dem Video zeige ich einfach mal den Menschen und beantworte die lange Frage, die mir ganz oft gestellt wird: Wohin mit den Waben, die wir von den Völkern entnehmen? Wie kann man das kategorisieren? Und vor allen Dingen, was kommt weg und wird dampfgeschmolzen, also das Wachs ausgeschmolzen, und was landet nachher im Lager? Zum groben Überblick gibt es jetzt eine Sache zu bedenken. Wir haben die Wachsmotte. Die Wachsmotte, die schlüpft bei ca. 12 Grad Celsius. Das heißt, das Ei springt auf, wird zur Larve und fängt dann eben an, nicht das Bienenwachs zu fressen, sondern die Häutchen, die die Bienen bei ihrer Entwicklung hinterlassen haben. Da mache ich jetzt einen kleinen Cut und erkläre das. Wenn die Königin ein Ei reinlegt in eine Zelle, dann entwickelt sich das Ei, und später, wenn der Zelldeckel draufkommt, fängt die Puppe an, sozusagen fängt sich an, hier zu verpuppen mit einem Häutchen, wie ein Schmetterling. Dieses Häutchen bleibt dann in der Zelle drin, und ganz unter dem Häutchen ist dann auch noch der Bienenkot drin, der bleibt auch drin. Und das ist dann genau das Milieu, wo unsere Wachsmotte sich von bedient, das Auffressen tut. Und die Würmer der Wachsmotte fangen eben an, hier diese Gänge über die Waben zu ziehen, verpuppen sich dann letzten Endes auch und werden wieder zum Falter. Das nächste, was die Wachsmotten konsumieren, ist Blütenpollen. Und aus dem Grunde haben wir jetzt als Imker nur 2 Möglichkeiten. Die eine ist, wir schmelzen rigoros alles ein, was eben das Milieu der Wachsmotte bietet. Ist auch gut für die Wachsgewinnung. Die zweite Alternative ist, wir brauchen ein Kühlhaus und müssen tatsächlich die Waben kühl halten, dass die Wachsmotten gar nicht erst schlüpfen. So kann man zum Beispiel den Honigertrag steigern. Ich persönlich sage dann leider nur, zu welchem Preis, weil in der Natur gibt es per se gar nicht diese schwarzen Krankheitswaben. Das ist das, was wir halt draus machen in unserer menschengemachten Bienenhaltung. Deswegen habe ich für mich entschlossen, die alten Waben werden einfach ausgeschmolzen zur Wachsgewinnung, zur Krankheitsreduktion. Und das nächste Thema ist, die Bienen möchten ja bauen. Das Bauen der Bienen fördert eben die Vitalität. Deswegen sollte man seine Bienen jedes Jahr wirklich viel neu bauen lassen, so wie es eben auch in der Natur vonstatten läuft. Deswegen finde ich das auch nicht schlecht, solche Waben einfach komplett zu entsorgen. Ich zeige euch kurz das Zimmerchen, wo dann solche Altwaben dampfgeschmolzen werden. Sieht dann so aus. Dampfverschmelzer. So, und zum Kategorisieren habe ich da jetzt schon mal ein paar Kategorien vorgebaut. Wir haben einmal ein Naturrähmchen. Da möchte ich auch kurz in dem Video aufklären zum Thema Naturwabenbau. Wenn ihr ein Rähmchensystem habt und möchtet, dass eure Bienen Naturwaben bauen, bitte den Bienen keine horizontale Drahtung geben. Wir können einfach hier eine Bohrung setzen, dort und hier noch zweimal das Rähmchen genau durch 3 gleiche Segmente aufteilen und den Draht dann eben senkrecht durchfädeln. Das hilft euch, was am Bienenvolk Schnittvorgänge angeht, und es hilft auch den Bienen, einfach schöner und besser zu bauen. Stabilisation ist dann ja trotzdem drin. So ein Rähmchen ohne Draht fände ich auch nicht toll. Spätestens beim Wabenkorrigieren kann es immer passieren, dass es einen Haarriss gibt und die ganze Wabe dann runterfliegt. Naturwaben brauche ich nicht ausschmelzen, weil bei Naturwaben ist es einfach schneller und effizienter, wenn ich das Schneiden tue und das Rähmchen dann einfach kratze. Mache ich jetzt hier nicht komplett, aber zum Zeigen, also man schneidet halt jede Seite einmal durch, macht jedes Wachskrümelchen, Fisselchen weg. Wenn der Draht nachher locker ist, dafür gibt es einen Drahtspanner. Wenn das Rähmchen in sich nicht stabil ist, dann hauen wir hier 2 Edelstahlschrauben, am besten mit Spax drauf. Dann könnt ihr nämlich immer, wenn es anfängt zu wackeln, das ganze Ding nachjustieren. Somit hält das Rähmchen dann doch wesentlich länger.
Und wie gesagt, solche Waben werden dann ausgeschmolzen, da ist kein Bedarf mehr, die im Bienenvolk zu geben. Wir haben jetzt aber auch Altwaben, die wir nicht ausschneiden, sondern mit dem Rähmchen direkt in den Dampfhackschmelzer bringen. Das wäre zum Beispiel so eine Wabe. Das ist auch ein Wabenwerk, wo ich nicht einlagern tue, weil es ist alt. Das sieht man hier, da waren schon mehrere Brutdurchgänge drüber. Sowas bietet auch immer ein Krankheitsmilieu für die Bienen, deswegen wird es ausgeschmolzen. Nicht ausgekratzt, weil wir haben hier eine horizontale Drahtung für eben das Einlöten der selbstgemachten, bei mir zumindest, Mittelwände aus eigenem Bienenwachs. Nichtsdestotrotz bleibt es ja eine künstliche Mittelwandwabe und deswegen wird die komplett ausgeschmolzen. Ausschneiden wäre da zu kompliziert. Danach wird das Rähmchen nochmal kurz gelagert. Das sieht dann so aus. Ausgekratzt, wieder neu bespannt. Kann man nachjustieren mit dem Drahtspanner, wie gesagt, wenn es hängt. Wenn es hier wackelt, Edelstahlschrauben rein, wie beim Naturrähmchen. Ja, und solche Rähmchen werden danach wieder mit einer Mittelwand bestückt und können die nächste Saison gehen. Ich verzichte ganz bewusst auf den Einsatz von Ätznatron, weil ich das für eine Sauerei halte. Für mich ist die Alternative einfach, hey, wenn die Rähmchen dann wirklich mal schmottrig aussehen, einfach neu kaufen, weg damit. Feuerholz ist halt so. Jetzt kommen wir zu einer Wabe, wo ich sage, hey, das ist richtig gut. Das können wir weiterhin benutzen. Zum Beispiel als eine Futterwabe, die wir nächste Saison oder auch während der Winterphase bei anderen Bienenvölkern, die möglicherweise zu wenig Futter haben, wieder einsetzen können. Warum kann man die nehmen? Weil diese Wabe hat kein Milieu für die Wachsmotte. Das heißt, wir können die auch einfach bei uns in der Scheune lagern. Da brauchen wir kein spezielles Kühlhaus für. Die Wabe ist eigentlich voll verdeckelt. Ein paar Ausnahmen haben wir hier. Wenn ich genügend bessere andere Waben habe, die komplett verdeckelt sind, dann würde ich die jetzt auch ausschmelzen. Jetzt in der Sekunde bleibt sie noch. Ich habe die Backen hier schon gekratzt, weil das ist wichtig für das Einlagern und auch spätere eventuelle Einsätze in andere Bienenvölker. Wenn wir die Backen hier nicht säubern, dann kann es eben zu Reibungen führen beim Zurücksetzen in die Kiste. Und das führt dazu, dass eure Bienen nervös werden. Also machen wir es den Bienen doch einfach und machen das alles schön sauber. Eine weitere Voraussetzung zum Einlagern von solchen Waben ist definitiv, da darf halt kein Kot drauf sein. Also ich möchte da nicht tote Bienen hängen haben oder abgestorbene Brut oder halt noch schlimmer Kotspritzer überall. Solche Waben werden definitiv auch ausgeschmolzen. Ich arbeite mich jetzt halt durch meine Kisten. Vielleicht kann ich das hier noch zum Abschluss zeigen, weil man hat ja auch, wenn man mit der regenerativen Bienenhaltung arbeitet, diese Topbar-Systeme im unteren Brutraum. Da haben wir ja hier so eine Schiffrumsleiste extra drauf gebaut, damit wir eine Drahtung oder auch ein Leitwachsstreifen mit einer Mittelwand hier ausklammern können. Die Bienen bauen nämlich automatisch auf diesem Dreieck ihre Naturwaben. Hier gilt einfach nur, wir machen das Rähmchen richtig schön sauber. Wird halt mechanisch gekratzt, nicht ausgeschmolzen. Die Backen sind immer das Wichtigste, weil die regulieren den B-Space zwischen den Waben. Der da wäre immer 3,5 cm von Mittelwand zu Mittelwand. Auch ein schöner Tipp ist, eure Messer dürfen niemals scharf sein. Wenn die Messer scharf werden, dann schneidet ihr ins Holz rein und das wäre unschön. Deswegen mache ich tatsächlich das, wo jeder Küchenchef mich jagen würde. Ich nehme mein neues Messer und dann wird es erstmal schön an dem Stein abgeschliffen. Und was ich hier eigentlich zeigen wollte, war dann hier, das ist dasselbe Prinzip wie mit den Rähmchen. Eine Wabe, die halt dunkel ist, das da hier, das nehmen wir bitte raus. Das wird eingeschmolzen. Auch ein Grund so am Einschmelzen. Wenn das jetzt nämlich eine schöne gelbe Wabe wäre, hätte aber nur Drohnenzellen, würde ich auch rausschneiden und Dampfhack schmelzen. Wir haben dann aber auch hier sowas hier. Jetzt haben wir es. Das ist, hupsala, das ist mein Handy. Ich kann kurz ablehnen, das ist fürs Video nicht so schön. Das ist jetzt so eine Ausnahmeswabe. Es ist nämlich eine Futterwabe aus Drohnenzellen.
Ihr seht, die ist hier eigentlich hübsch verdeckelt. Hier auf der Seite nicht ganz. Macht die Sache aber nicht unbedingt schlimmer. Wir können das überschüssige Wachs zur Gewinnung nehmen. Machen die Wabe sozusagen kleiner. Was bleibt übrig? Eigentlich eine Futterwabe, die ich so wie sie ist, definitiv einlagern möchte. Und die kann ich zum Beispiel nächstes Jahr im Frühling, wenn wir Kundschwärme wieder bilden, dann kann ich solche Waben dann den Kundschwärmen geben. Dann geht die Entwicklung dieser Völker wesentlich schneller vorwärts. Ja, was kann ich denn noch zeigen in dem Video? Ne, ich glaube, sonst wird es zu viel. Das belassen wir mal an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, wie immer ins Kommentarfeld reinschreiben. Ich freue mich über eure Fragen und versuche auch die alle akkurat und zeitnah zu beantworten. Und abonnieren nicht vergessen. Danke, ciao.